Dramatische Bedingungen für das Topspiel in der Westfalenliga Staffel 2. TuS Bövinghausen um Kevin Großkreuz und David Odonkor treffen auf den DJK TuS Hordel. Das ist die Partie zwischen dem ersten und dem dritten. Die Hordeler siegten zuletzt beim Topclub Brüninghausen mit 2:1. Es ist das 9. Auswärtsspiel hintereinander, weil die Hordeler Heide umgebaut wird. Die Männer aus Bövinghausen in Rot geben den Ton von Anfang an. 12 Minuten gespielt und dann ist der Ball auch schon im Netz. André Witt mit dem 1:0 für die Gastgeber. André Witt mit seinem 5. Saisontor unter Zuhilfenahme von Marco Polk, der den Ball unhaltbar für Zimmermann abfälscht. Nur 13 Minuten später aber Aufregung auf der anderen Seite. Selim Erk hat die gelbe Karte in der Hand und zeigt auf den Punkt. Kapitän Mützel soll den Ball mit der Hand gespielt haben. Der Spielertrainer versucht sich am Strafstoß. Pascal Beifuß gegen Seifried. Punkt Beifuß, Tor Hordel. 1:1. Es ist eine ungewöhnliche Trainersituation beim Tabellendritten. Frank Benatelli legte sein Amt nach einem kleinen Fehlstart zu Saisonbeginn nieder. Pascal Beifuß und Patrick Polk übernahmen als Spielertrainerduo und wurden den Erwartungen gerecht, nicht nur bei diesem Strafstoß. Das Spiel entwickelt sich zu einer munteren Angelegenheit. Beide Mannschaften versuchen nun, das Topspiel an sich zu reißen. Das ist Rössler auf Witt, der es ganz geschickt machen will, den Ball aber nicht richtig trifft. Der Club aus Dortmund ist weiterhin bestimmender. Großkreuz wieder auf Philipp Rössler auf der rechten Seite. Dieses Mal fängt Hordel die Flanke ab. Dadurch landet der Ball aber bei Kevin Großkreuz. Der will es ebenso mutig machen wie Witt, ist aber genauso erfolgreich. Der Weltmeister von 2014 wartet noch auf sein erstes Tor in der Westfalenliga. Es geht viel über rechts bei den Gastgebern. Rössler, die Flanke abgefälscht, landet dadurch aber bei Onuka. Und der lässt es richtig krachen, mit links perfekt getroffen. Die erneute Führung für Bövinghausen nach 32 Minuten. Da gibt es noch ein bisschen Klärungsbedarf bei den Gästen. Die Verteidigung von Hordel ist unsortiert und überrascht ob des abgefälschten Balls. Der Rest ist einfach nur zum Zungeschnalzen. Was für eine Schusstechnik. Pause in Dortmund. Sebastian Tiralla ist dick eingepackt und geht mit einer Führung in die Kabine. Das geht auch in Ordnung. In der zweiten Hälfte hat sich das Sonnenlicht bereits verabschiedet. Die Spieler sind aber noch lange nicht fertig. Großkreuz mit einer starken Flanke auf Mütze, der knapp am Tor vorbei. Bei Bövinghausen geht jetzt mehr über die linke Spielfeldseite. Großkreuz mit dem Ball auf André Witt. Der wird von Polk gelegt und der Schiedsrichter zeigt zum zweiten Mal auf den Punkt. Es gibt wieder Strafstoß. Dieses Mal für die Gastgeber eine durchaus vertretbare Entscheidung. Das macht Mützel und der hat ganz schön Glück, dass der Keeper Zimmermann da ein bisschen Probleme hat, den Ball zu halten. Das ist aber am Ende auch egal. 3:1 für Bövinghausen durch den Kapitän, dessen Elfmeterkonto wieder ausgeglichen ist. Einen verursacht, einen selbst verwandelt. In den letzten Spielen hat Hordel viel Kampfgeist gezeigt. Wie reagieren sie jetzt? Die Antwort liefern sie nach 2 Minuten. So nämlich. Filip Dragicevic hebt den Ball aus einer unmöglichen Position ins Tor. Ricardo Seifried ist weit vom Tor weg. Die Quittung für diesen Ausflug steht auf der Anzeigetafel. Aber dieses Tor, das gucken wir uns nochmal in der Wiederholung an. Das sieht wunderschön aus. Von diesem Traumtor lässt sich selbst ein Weltmeister inspirieren. Großkreuz steht beim Freistoß, er überlässt aber Mützel, denn der hat eine Idee. Und die ist gar nicht mal so schlecht, wobei Hendrik Zimmermann früh gesehen hat, dass der auf dem Tornetz aufschlagen wird. Hordel hat aber Blut geleckt. Sie waren über weite Strecken eher passiv, jetzt drängen sie auf den Ausgleich. Der Ball landet bei Maurice Joel Weißbohn, verschwindet hinter dem Pfosten, zaubert dann aber den aus dem Hut. Der Ausgleich in der 3. Minute der Nachspielzeit. Was für ein Wahnsinn in Dortmund. Die hohen abfallenden Bälle sind das Kryptonit für Ricardo Seifried und Bövinghausen. Mittlerweile ist auch David Odonkor in der Partie, der kann an diesem Tor aber natürlich nichts ändern. Wunderschön, auch in der Wiederholung. Die letzte Aktion des Spiels. Nach dieser Schlussphase versucht sich Bövinghausen auch nochmal an einem Hail Mary-Tor von der rechten Seite. Und dieser Ball ist vergebens. Das Spiel ist danach aus 3:3 zwischen Bövinghausen und Hordel. Ein gerechtes Unentschieden. 2 Traumtore am Ende sorgen für einen Punkt für die Gäste. Trotz der verlorenen Punkte bleibt Bövinghausen mit einem komfortablen Vorsprung auf der 1. Hordel ist jetzt punktgleich mit dem 2. aus Wanne-Eickel auf Platz 3.